Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Mango, falls ihr mich noch nicht kennt. Und heute geht es mal nicht um ein Motorrad, sondern um mein Auto. Und zwar den BMW 318i E46. Ich habe nämlich seit kurzem einen Defekt. Ich zeige euch das einmal. Das Türschloss ist kaputt. Ihr seht das jetzt, wenn ich den Schlüssel einstecke und dann hier drehe, passiert nichts. Also der Zylinder innen drin ist gebrochen. Deswegen werden wir heute uns damit befassen, das Schloss einmal rauszuholen, also auszubauen und den Zylinder auszutauschen. Das dazu gehörende Reparaturkit kostet nämlich nur 8 Euro, also wirklich super günstig. Ja, mal gucken, ob das klappt. Wird heute ein Experiment. Let's go, wir bauen jetzt erstmal das Schloss aus. Also das benötigte Werkzeug, um das Schloss auszubauen, Imbusschlüssel. Ich weiß noch nicht, welche Größe, das finden wir gleich heraus. Hier so ein kleiner Schlitzschraubenzieher und für den Fall der Fälle auch die Zange. Wir müssen hier einmal diesen Pinöppel rausholen und dahinter sitzt ein Imbus. Den müssen wir einmal rausdrehen und dann kann man schon das Ganze hier, also das Schloss hier einfach einmal rausziehen. Achtet nur darauf, dass ihr den Imbus, also die Schraube, die da drinnen liegt, nicht in die Tür fallen lasst. Das wird dann sonst kompliziert. Zack. Das heißt, das sieht jetzt alles so aus, ihr habt jetzt hier das Loch. Und dahinter müsste der Imbus jetzt nicht. Zoom mal rein. Jetzt müsstet ihr den sehen. Da ist er drinnen. Da holen wir den Imbus raus. Hier da drinnen ist der ganze Schließmechanismus. Das werden wir jetzt rausholen und dann können wir es reparieren. Und bevor ihr jetzt komplett rausdreht, nehmt ihr den Schlüssel, steckt den an und dreht ihn in eine bestimmte Richtung. Ich zeige euch das dann. Und einfach hier anstecken, dass ihr den ganzen Mechanismus gleich hier einmal rausziehen könnt. Jetzt haben wir hier einmal das Schloss entfernt und jetzt ist es wichtig, wirklich die Schraube, die dürft ihr wirklich nicht im Türraum verlieren. So, damit ihr die Schraube auch mal genauer seht, da hängt sie und ich werde die jetzt mit Tape festtapen, damit die nicht wegfliegt. Genau, dann kommt die schon mal nicht nach hinten weg. Und wir beschäftigen uns jetzt mit dem Schließzylinder. Let's go. So, wir sind jetzt hier bei mir im Büro. Das ist das Reparaturkit. Das kostet wirklich nur 8 Euro. Sind auch echt wenige Bauteile eigentlich. Und wir schauen mal, wie das jetzt funktioniert. Also, wir haben hier den Schließzylinder. Hier ist ein Pin. Den muss man lösen. Dann kann man hier nämlich einmal das hier rausziehen. Und da ist eine Feder drin, die kann man rausnehmen. Und dann sind da zwei verschiedene Bauteile. Ich kenne keine Fachwörter. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Deswegen schauen wir einfach mal. Wir holen jetzt erstmal den Pin raus. So, Pin ist draußen. Legen wir mal ab. Jetzt kann man hier nämlich dieses Ding hier rausnehmen. Dafür müsste man das aber eventuell kurz einmal drehen. Hier sieht man eine Führung. Ich weiß nicht, seht ihr das? Und das muss mit der Führung fluchten. Hier diese länglichen Dinger. Deswegen. So, jetzt hier gerade ein bisschen rumspielen, rumdrücken. Ist uns schon hier ein Bauteil entgegengeflogen. Das hier ist gebrochen. Hier. Und das ist ein Fehler, der wohl sehr häufig vorkommt, von daher... So, ja genau. Jetzt kann man das hier drehen, so bis das Ganze hier fluchtet. So, und jetzt können wir einfach hier diesen Ring einmal rausziehen. Da. So. Und jetzt kommt das uns mit der Feder entgegen. Das hier ist noch ein Bauteil, was raus kann. So. Hier ist die Feder. Mal kurz schauen, wie die sitzt. Das Bauteil hier, die Feder, sitzt hinter diesem Ring. So, alles klar. Und das müssten alle Bauteile eigentlich gewesen sein. Hier ist noch so ein Reststück von dem gebrochenen Teil. Wir gucken mal, ob es noch irgendwelche Reste hier drin gibt. Die holen wir dann einfach raus. Wir haben einmal diesen Ring hier. Der ist der hier. Der kommt so rein. Zack. Schaut, dass alles auf jeden Fall gut sitzt. Jetzt kommt das zweite Bauteil. Das ist das hier. In diesem Kit gibt es das sogar zweimal anscheinend. Das ist das, was gebrochen ist, witzigerweise. Also hat man quasi nochmal einen Ersatz. Ach nee, das ist für linke Tür oder rechte Tür anscheinend, weil die sind anders. Jo, alles klar. Alles klar, also ihr müsst gucken, dass der Ring hier unten auch wirklich sitzt. Einfach mal ein bisschen gucken, probieren. Und jetzt mache ich den auf neutrale Stellung, werde die neue Feder dran packen. Die kommt hier rein. Und wichtig ist, dass das Teil, was hier aussteht von der Feder unten, seht ihr das? Das hier, dass das hinter diesen Ring hier die Erhöhung kommt. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Come on, Alter. Das mit der Feder ist so ein Abfuck, Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, ob dieses Bauteil hier
vielleicht doch hier hingehört. Babe! Also Leute, kleiner Tipp, ich glaube, mit vier Händen geht das ein bisschen leichter, weil ich krieg's zum Verrecken nicht hin, diese Feder hier rüber zu drehen, dass sie da sitzt und ich dann hier den Zylinder drauf schieben kann. Deswegen wird mir jetzt die Fiona helfen, kurz. Am besten, ihr drückt den Schlüssel hier schon mal auf den Boden, damit hier der Schlüssel auch hochdrückt. Moment. Ah, oh, ja, warte, bleib. Du hast. Okay, wir haben's. Hast du dir wehgetan? Nein, alles gut. Jetzt nimm dieses silberne Teil, das da, genau, und jetzt schieb das. So? Ja, genau. Moment, ja, ne, andersrum. Moment, das muss hier in diese Führung, das muss tiefer noch. Nein, jetzt ist es. Das sitzt da, das muss da raus. Verdammte Scheiße. Okay. Guck, die Idee ist, das hier, ne, so, schieb erstmal dran, das muss da dran und dann hält das alles fest. Und dafür muss die Feder aber da raus, weil die Feder muss da drunter sein. Welche Seite muss denn gedreht? Scheiß Feder, Digga. Diese Feder ist der größte Abfuck, Junge. Nein! Ja, ja, jetzt schnell das Ding. Du bist schon zu tief, warte. Hör. Drehen, guck mal, ich komm so nicht rein. Ja, wieso? Ja, okay, nice. So, wir haben es endlich geschafft. Die Sicherung liegt drinne. Jetzt nicht vergessen, den Pin, den hier, diesen ganz kleinen Pin wieder einzubauen, weil sonst fällt euch die Sicherung beim Betrieb wieder raus. Also, Pin rein. Und jetzt sollte das Schloss wieder funktionieren. Ihr habt ja gesehen, am Anfang ist der Schlüssel nicht wieder zurückgesprungen, beziehungsweise ihr hattet keinen Druck. Und jetzt... Jo, funktioniert. Geil. Gut, dann werden wir jetzt mal ans Auto gehen und hoffentlich haben wir alles richtig gebaut. Alright. Also, läuft? Mhm. Schlüssel ist eingebaut, funktioniert. Ich hoffe, wir haben alles richtig gemacht. Jetzt werden wir einmal das Panzertape von der Schraube wieder lösen, bevor wir das machen. Zum Sichern nehmen wir kurz aber den Imbus wieder und sichern die Schraube, damit die uns nicht wegfliegt, also reinfällt. So. Jetzt einmal das Panzertape lösen. Zack. Und dann nehmen wir das Schloss. Dann nimm doch den Schlüssel und dreh das mal so, dass das richtig wäre. Weißt du? Vielleicht klappt das. Ansonsten müssen wir das nochmal ausbauen und umbauen. Okay. Okay, ich glaube, der Imbus hat gepackt. Wenn wir es aus Versehen zumachen, dann nicht mehr aufbekommen, wäre natürlich dumm. Es hat funktioniert. Yeah, geschafft, High Five. Nice. Und damit repariert ihr erfolgreich das Zylinderschloss am E46 Baujahr 2005. Nice. Ich hoffe, diese DIY-Reparatur hat euch weitergeholfen. In der Werkstatt kostet das ja hunderte von Euro. Und das hat mich jetzt literally 8 Euro gekostet. Also hoffentlich konnte ich euch helfen. Lasst gerne einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Mango.